Ja, hallo, Peter Finger hier. Und das Jahr 2016 war nicht nur ein gutes Jahr, war auch ein trauriges Jahr, besonders für uns in der Akustikgitarrenszene, denn im letzten Oktober ist unser allseits geschätzter Freund und Kollege Werner Lämmerhirt gestorben. Und das war sicher ein großer Schock für die ganze Szene. Und Werner hat mich vor seinem Tod noch gebeten, ein bisschen was für ihn zu tun, was ich jetzt erledigen möchte und was ich gerne tue. Ich konnte es nur bisher noch nicht so ganz übers Herz bringen. Jetzt ist es soweit. Werner Lämmerhirt hat mich gebeten, seine letzte Gitarre für ihn zu verkaufen. Das heißt, nicht für ihn, sondern in diesem Fall für seine Frau zu verkaufen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Gitarre, die Werner seit Anfang 2016 gespielt hat. Und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, das erste Mal, wo wir zusammen gespielt haben, hat er mir diese Gitarre vorgestellt und war sehr, sehr glücklich damit. Es ist so ein bisschen eine Gitarre, die ihn erinnert hat an eine Gitarre, die er früher mal vor Urzeiten gespielt hat, nämlich eine alte Martin D35. Und diese ist, Gitarre ist der dieser Martin so ein bisschen nachempfunden. Es ist eine handgebaute Gitarre des Gitarrenbauers Christian Hübenbecker. Und der ist vielleicht noch nicht so bekannt, ist aber ein sehr, sehr guter, hatte auch sehr engen Kontakt zu Werner Lämmerhirt und die Gitarre ist so ein bisschen in der Zusammenarbeit entstanden. Erstmal muss ich sagen, ein sehr, sehr schön, voll und warm klingendes Instrument. Und es gibt so ein paar Sonderspezifikationen, die dort verarbeitet wurden, weil Werner ja so ein bisschen Probleme hatte mit seinen Händen, hatte eine kürzere Mensur. Das ist eine 63er Mensur. Halsansatz ist am 12. Bund mit Cutaway. Also die Form ist eine Dreadnought-Form. Und die Hölzer sind Madagaskar für Boden und Zargen. Eine Fichtendecke, eine Haselfichtendecke, Griffbrett aus Ebenholz, offene Mechaniken, offene Kopfplatte mit Supermechaniken von Knut Welsch. Das sind die Free-Wheel-Mechaniken, die sehr, sehr leichtgängig sind und sehr teure Mechaniken. Knut Welsch lebt übrigens auch schon nicht mehr und von diesen Mechaniken werden keine mehr hergestellt. Also schon ein bisschen was Außergewöhnliches. Wie gesagt, eine tolle Gitarre. Sie hat ein K&K Pickup drin. Klingt sehr gut, lässt sich sehr gut spielen, sehr sauber verarbeitet. Glückwunsch an Christian Hübenbecker, der wirklich seine Sache sehr gut gemacht hat. Und die Gitarre ist auch noch im Zustand von Werner gespielt. Die Saiten sind zwar relativ neu, aber müssten noch Fingerabdrücke von Werner drauf sein. Ja, Werner, wir werden dich sehr vermissen oder wir vermissen dich schon, natürlich, aber Werner Lämmerhirt wird uns natürlich lange in sehr, sehr guter Erinnerung bleiben. Nicht nur bei Fans, auch bei Kollegen und allen, die mit ihm zu tun hatten. Werner hat mich außerdem gebeten, noch einige CDs für ihn zu verkaufen, von denen er noch reichlich bei sich zu Hause rumstehen hatte. Das war eine produzierte CD. Dieses ist die CD Zeitlos, Werner Lämmerhirt singt seine Lieder und spielt, denke ich, auch so einige Instrumentals da draus. Von dieser CD, die wir zum normalen Preis verkaufen, also 14,80 €, gehen auf Werners Wunsch 10 € an die Deutsche Krebsstiftung.
Ja, diese schöne Gitarre wird sicher seinen Käufer finden. Meldet euch bei uns. Es ist ein Verkauf, nicht für Acoustic Music, sondern für Suse Lämmerhirt, Werner Lämmerhirts Frau. Und ich hoffe, dass diese Gitarre in gute und kompetente Hände geht.